Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Gelbe Edition. Und du hättest andere Seite eigentlich gewusst. Und dafür gehen wir jetzt in die 9. Etage und holen uns das geliebte Sonderpokémon, das wir nicht haben. Ja, hallo, ich muss trainieren. Hey, du sitzt zu Hause faul auf deiner Couch. Was heißt das denn hier? Während ich dann... Ich programmiere anders, dann, ja? Zum Beispiel unsere Top 10. Ja, okay. Neunte. Genau, da musst du aber vorher nochmal kämpfen, ne? Und nicht so wichtig, die mache ich fertig. Okay. Was ich mir erwische. Einfach nach unten. Warte mal, nur ab. Nach links. Und dann nach unten. Hier runter? Genau. Da musst du, ich weiß nicht, ob ich jetzt besiegen muss. Ja, genau, musst du. Ja, also wahrscheinlich. Da gibt es drei Items. Und die beiden, die man da auf dem Bild jetzt gesehen hat, das sind nicht die Sonderbonbons, sondern das ist noch ein bisschen weiter unten. Was sind denn das, die beiden, die da liegen? Sind das Elektroballs? TM26 und Carbon. Was ist Carbon? Carbon? Das gibt's nicht. Doch, Carbon steht hier. Zeig mir das mal, dass ich das lesen kann. Ich sehe es von da aus nicht. Carbon ist das. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Das steigert irgendeinen Wert eines Pokémon. Okay. Ja, ich bin ja auch nur mit dem Sonderbonbon dahin gegangen. Ich hoffe, wir haben auch genug Platz im Inventar. Tja, sonst muss halt fliegen wieder weg, ne? Das werden wir ganz bestimmt nicht jetzt. Aber das kriegen wir nie wieder. Ich glaube, das kann man auch gar nicht wegschmeißen. Okay, sehr schön. Ja, dann sammle erstmal das Sonderbonbon ein, bevor wir hier anderen ein. Du kannst keine weiteren Items sagen. Guck mal, du kannst bestimmt irgendwas sagen. Fair. Scheiße, nichts kann ich davon. Feuerheiler, tu doch noch ein paar. Oder paar. Ja, Feuerheiler, aber haben wir das überhaupt immer schon mal gebraucht? Warte. Mach alle drei weg. Ja. Das haben wir auch immer nie verwendet, ne? Ich will das alles mitnehmen. Das ist so ein Scheiß, dass das Probe-Ding so beschränkt ist nur. Ja. Kannst du den Eisheiler nochmal entfernen und dann das Carbon direkt einsetzen. Ja, das hab ich auch vor. Weil ich glaube, so einen Scheiß brauchen wir nicht, ne? Warte mal, Top Aether, was ist das eigentlich? Kann ich den jetzt schon einsetzen? Top Aether ist doch nur... Welche Attacke sollen die AP erneuern? Ja, werden? Genau, die AP. Oh, er neuert das doch nur. Scheiß drauf. Okay. Mit Carbon. Oh, guck mal, das ist auch nicht so schön. So. Items. Wir brauchen das direkt schon mal. Irgendwer steigert das. Ich weiß noch nicht was. Deswegen geben wir das mal die Mainstream. Initiative. Nice. Das ist gut. Was ist denn voll für dich? Okay. Weil du schneller angreifen kannst. Jetzt noch die TM26, was ist das? Keine Ahnung, das werden wir jetzt rausfinden. Glaubst du, ich weiß den Namen auswendig von den TMs? Weiß ich nicht. Pokémon-Experten wissen das. Erdbeben? Kannst du jetzt schon Erdbeben lernen. Aber es macht keinen Sinn, wenn wir das jetzt beibringen, du erlernst es eh in zwei Levels. Ja, aber wir können es jemand anderem beibringen. Wir haben auch Erdbeben. Ja, aber wir brauchen bis er dir nicht beibringen. Ja, wir brauchen bis beibringen, weil er Step bei mir bringt. Moria kannst du das auch lernen, aber... Erstmal nicht. Wir behalten es erstmal und legen es dann wieder in die PC-Box. Genau. Das heißt, gut, dass wir Sonderbonbons mal abgelegt haben. Jetzt nach oben die 10. Farben. Ach nee, das geht ja nicht. Wir kommen... Ich brauche Teleporter jetzt. Ja, nee, warte. Warte mal, wir haben Türöffner, oder? Dann muss ich doch eigentlich die Tür hier öffnen können. Türöffner, die Tür entriegelt in der 9. Okay. Ich habe Angst. Oh. Diese gefangene Frau. Na? Du musst in die zweite Etage fahren. Auf dem Weg. Zweite. Zack. Zweite. Okay. Und jetzt? Über links? Nee, unten? Ja, links erst. Links? Nee, ja, da runter einfach. Also unten und dann die Tür öffnen, die da ist. Ja, genau. Genau, dieses... Muss ich erstmal den Typ links da. Genau. Den Typ hier besiegen. Hier brauche
Rüppel. Du hast ja den Aufzug genommen, deswegen musst du sofort nach unten gehen. Bei der Treppe hättest du erst ein bisschen nach links gewusst. Busdimension. Mach es fertig. Feuerwehr. Was? Wie kann das sein? Nee. Top-Trank gibt's dann auch noch, nur wenn wir zwei Türen nach links gehen. Ja, aber den können wir auch nicht aufnehmen. Da müssen wir auch erst wieder was rauchen. Ja, okay, dann lassen wir es, ne? Ja. Hypno. Wenn wir uns beeilen, müssten wir das so eben dann schaffen und dann das Sabrina auch mal in dem Bad. Ja, ja, wir haben ja, wir sind ja erst 5 Minuten. Ja, deswegen. Nur wurde besiegt. Oh Gott, noch eins. Dammit. Versuchen wir mal Schlitzer, wie viel Schaden das macht. Jo, das ist gut. Guter Schaden. So. Team Rocket wurde besiegt. Ja, danke schön. Kann ich jetzt weitergehen? Vor allem, was sagst du denn, obwohl Ultrasonne hast du nie gespielt, ne? Nee, auch den normalen nicht. Genau, dadurch. Und jetzt den Teleporter, den wir haben. Da fand ich es eigentlich ganz cool, dass jetzt wieder neu eingeführt haben, beziehungsweise das ist... Oh, scheiße. Ist das Gary? Oder Horatio, beziehungsweise? Warte. Das ist Horatio, ne? Ja, genau. Da müssen wir, ja, wir müssen den anderen Teleporter da unten mal jetzt dann gehen. Ja, ich weiß, müssen aber... Baby jetzt da hinkommen. Nee, wahrscheinlich jetzt müssen ja müssen wir, aber ich tausche erstmal. Horatio, was hat dich aufgehalten, Kaiser? Son of a bitch. Ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich weiß, Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Sakura City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Deswegen warte ich, alle hier geschwächt sind, damit ich dich jetzt erst angreifen kann. Ja, genau. Du dreckiger Mist. Vorher 5 Pokémon. Ja, von mir aus. Wir haben einen Relaxo. Relaxo, Surfer. Sternschauer macht das viel Schaden? Nein, nicht wirklich. Wie du siehst. Okay. Es ist vielleicht schneller als wir, aber es wird uns nicht besiegen können mit seiner Attacke. Denn jetzt wird es tot sein. Genau. Ja. Müssen wir Horatio besiegen und dann müssen wir am Ende auch nochmal besiegen, ja, nein, wahrscheinlich, ne? Oder können wir... Ja, Giovanni wahrscheinlich. Nochmal, oder? Ja, Giovanni, den machen wir doch dann im, wenn wir 8 Morden holen. Wir kämpfen mehrfach gegen Giovanni, ne? Ach so, das schon. Okay. Das wusste ich nicht, gell. Doch, Giovanni taucht öfter auf. Jetzt taucht er als Team Rocket Boss auf, aber zum Schluss taucht er dann als 8. Ordenleiter auf. So, tschüss, Volona. Nächstes Pokémon, Horatio. Bisher fühlte mich noch nicht heraus. Boah, wir müssen vorher auch mal Jesse und James besiegen. Nee, das sind keine Herausforderung. Okay. Okay. Los Pikachu, das ist wie im Anime, die sind keine Herausforderung, keine Gefahr. Los Pikachu, da. Boah, die haben auch nur Pokémon auf Level 31. Ja, deswegen hier. Und die tauchen auch unter gelben Editionen auf, wenn wir blau oder rot gespielt hätten. Das finde ich eigentlich schade, dass man sie später nicht mehr eingebaut hat. Ja, was heißt später, ne? Blau-Rot gab es da eher als Gelb. Ja, ja, deswegen, das meine ich ja, Dani. Ich meine, dass man sie ja später heißt, dass man sie nach Gelb nochmal einsetzt. Ach so, okay. Weil danach kamen sie nie wieder vor. Ach, bei Gold und so weiter, ne? Hätte ich Rot und Blau, dann hätte ich gesagt vorher. Ach so, ja, okay. Dementio, Herrschaftszeit nochmal. Tu nicht dämlich allzu bist. Jo. Warum hat der Genesung dieses Mistvieh? Alte Mistrat erreicht, Donner! Gut, dass der getroffen hat. Komm, Kibbel. Ja. Was zum Henker, das lebt immer noch. Das Mistvieh, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Oje, Pikachu, ruckzuck hieb. Schnell, bevor sich heilen kann. Gut. Goddammit. So, auf jeden Fall kriegen wir viele Erfahrungspunkte immer, ne? Pokémon Wechsel. Kalte übernimmt das jetzt. Blitzer. An dieser Stelle wäre es übrigens ein Flamara oder Aquane, ne? Hätten wir einmal gegen ihn verloren, wäre es ein Flamara. Hätten wir beide mal verloren, wäre es ein Aquane. Da wir ihn beide mal besiegt haben, ist es ein Blitzer. Ja.
Ja, und langweilig. Flamara sieht man ja bei mir schon. Außerdem gibt es kein besseres Flamara als das hier, als wir haben. Ja. Mensch, unschlagbar. So, Kaito hat ihn platt gemacht. So, aber sonst wäre auch epischer Kampf. Nur Flamara gegen Flamara, ja, ne? Du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst. Kaito gewinnt 2600. Okay. Also, wir müssen den da drunter auch nochmal besiegen. Ich ziehe da mal weiter. Wenn ich in den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen, dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Pokémon-Trainer aller Zeiten. Viel Glück, Kaiser, und trainiert schön weiter. Ciao. Ja, müssen wir den auch mal besiegen, oder? Freunde, ich glaube, der hilft uns eher. Das ist bestimmt ein Angestellter. Oh, du bist kein Rocket. Kommst du, um uns zu retten? Klasse. Vielen Dank. Nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Kaiser erhält Lapras. Willst du da einen Spitznamen angeben? Nein. Es ist nicht genug Platz für das Pokémon. Lapras wurde auch mit dem PC in deinem PC. Zum Glück haben sie es automatisch bestellt. Vor müssen sie jetzt erst ein Pokémon ablegen, ja, dann zurückkommen. Das ist ja der Glenn. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt. Aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras hier ein guter Trainer sein. Aber wir haben ja schon einen Pokémon Surfer Kampf, das ist Relaxo. Ja, und außerdem haben wir auch als Wassereistyp Austausch. Ja, jetzt kommen halt die Jesse und James, wie ich gesagt habe. Okay, bereit für die Stimmen? Unser Boss ist gerade sehr beschäftigt. Du solltest ihn besser nicht stören. Ihr habt Smogon, Rattan und Mauzi. Haben die nicht auch irgendwann mal entwickelt? In dem letzten... Ja, Smogmog, da ist doch. Ach, hier ist schon Smogmog. Hier steht immer noch Smogon. Da haben sie sich weiter vertippt. Stärker. Und tot. Oh nein, doch nicht. An sich ist Smogmog eigentlich recht gut. So als Tank. Also als einer, der viel einstecken kann an Treffern. Aber sie haben es verpasst, ihn wirklich richtig zu trainieren. Deswegen geht er jetzt darum. So, Kaito überlasse ich auch nochmal die Ehre. Du darfst dann Mauzi besiegen, ne? Okay. Ich dachte, Mauzi kümmert sich über Pikachu drum. Willst du, dass Pikachu sich drum kümmert? Komm, passt doch nicht am besten. Können wir natürlich auch machen. Ich dachte, mal gucken, ja, das ist schon Pikachu, mal gucken, ob dann Mauzi wirklich wie ein Schlag tot ist, wie Magimi. Sehr wahrscheinlich. Mauzi, den Kampf geschickt, willst du das Pokémon wechseln? Ja. Und dann heißt es ja wirklich, wie kannst du, der Katze verliert gegen eine Maus. Mhm. So, Donnerblitz. So, Trommelwirbel. Und ist tot. Ja. Kommt jetzt auch ein Schuss in den Ofen? Komm, bitte. Kaito besiegt. Team Rock. Ein Schuss in den Ofen. Wie immer. Team Rock, so schnell wie das Licht. Mal wieder. Ich finde es irgendwie, das andere fand ich irgendwie besser. Da ist er. Da wartet Giovanni auf uns. Wo wir da links reingehen. Item. Super Trank. Achso, hier steht noch einer hier auf der Karte, ne? Aber das ist Team Rocket wohl gewesen. Die eingezeichnet haben. Das waren wahrscheinlich Jesse und Jeff, die da standen. Genau. So. Achso, jetzt kommt der Rocket Boss noch. Ja, genau. Welches Pokémon ist das zuerst ein? Schau mal kurz, ne? Müsste der stehen? Der Sitz, der steht hier nicht. Sicher? Ja. Giovanni. Sehen wir die Pläne des Team Rockets, labalabalaba, Rocket schlecht. Wir haben Nidorigo, Rihorn, Kangaba und oder Smobilicat in der gelben Edition. Achso, Kangaba hat das Smobilicat und Nidoqueen. Dann setze ich Kaito ein. Das ist, glaube ich, die bessere Wahl. Bingo, Klick. Tür öffnet sich. Aha, Kaiser, so trifft man sich wieder. Ich höre gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Das wird sich ja noch herausfinden. Ach, was ich sagen wollte. In Ultrasonne finde ich eigentlich ganz gut, dass sie so eine Nachgeschichte noch eingebaut haben, wo Giovanni und all die Bösewichte zurückkommen und man die quasi nochmal bekämpfen muss. Ja? Also man hätte es besser ausbauen können, definitiv, aber...
Die Idee dahinter war ganz nett, es war nur halt eben schlecht umgesetzt. Das hätte man irgendwie, finde ich, besser machen können. Wegen, dass sie auf den Inseln verteilt sind und nicht nur auf einem einzigen Ort. Ich will nicht zu viele spoilern, falls das welche noch nicht gespielt haben, denen die zuschauen. Das Pokémon wechseln? Nein, Stabilität kann ich auch besiegen. Ja. Oh, Zartag. Wusstest du eigentlich, dass Nobilicat die längste Zeit im Anime hatte, von seinem ersten Auftritt, bis sie dann tatsächlich gekämpft hat, dass man das erstmal hätte kämpfen sehen? Was ist das denn? Was? Das Nobilicat von Giovanni ist doch im Anime relativ früh aufgetaucht, wo es neben ihm saß und hat... Ja klar, der eigentlich immer mit Giovanni saß. Ja, ja, genau. Und dann hat es, glaube ich, insgesamt 500 noch was Folgen gedauert, bis dann das erste Mal Nobilicat wirklich gekämpft hat. Ja? Okay. Ja. Das war dann erst, das war dann erst in der Einal-Region. Okay, ich habe Nobilicat noch nie kämpfen sehen. Ja, ja, deswegen. Ich kenne ja nur die ersten 6 Staffeln, war bei ja. Deswegen. Weil es Smaragd war schon da. Da wird Höng. Ich muss vorsichtig sein, weil dieses Pokémon kann Hornattacke. Ich glaube, das ist diese K.O.-Attacke, oder? Ne, Hornbohrer war K.O., ne? Ja. Inokui! Ich hab schon, komm, lass nochmal Warrior ein bisschen kämpfen. Pikachu wäre eine schlechte Wahl gegen Bodentypen. Ich hab dann ein bisschen sagen. Ne, du bist ein Feuertyp, ist auch keine gute Idee. Ach kacke, das kannst du ja auch. Zweimal, aber es wird mich nicht besiegen können. Ja, macht ja relativ wenig Schaden, ne? Ja. Surfer. Platsch, platsch. Und... Ach Gott, immer noch nicht. Setzt Megablock ein, okay. Erhöht seine Verteidigung, aber reicht nicht, ne? Kaiser besiegt Giovanni. Jetzt kriegen wir Meisterbar. Ach, wieder verloren. 4059, verdammter Mist, was unsere Übernahme der Thrifco vereitelt. Aber Team Rocket wird niemals aufgeben. Kaizo, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Ja, wie auch immer. So. Wo ist der Meisterball jetzt? Wir müssen den Präsidenten ansprechen. Ich danke dir für deine Rettung der Thrifco. Ich werde dir niemals vergessen, wie du uns trotz größer Gefahr tapfer gerettet hast. Kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Gib mir den Meisterball. Ich bin reich, ich könnte dir alles geben. Gib mir den Meisterball. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Du kannst keinen Platz mehr. Scheiße, jetzt müssen wir wieder irgendwas ablegen. Oder wir lassen den Meisterball einfach da. Mach Eisheiler einfach weg. Nee, Paraheiler. Obwohl, haben wir den schon öfter benutzt, ne? Eisheiler brauchen wir gar nicht, gell? Also bisher haben wir den nicht gebraucht. Brauchen wir später noch? Ja, aber spätestens gegen Lorelei, aber... Ja, dann lass einfach. Dann mach Paraheiler weg. Warte mal, TF6? Ich will Toxin ein Pokémon bei. Setzen wir das ein. Das kann jeder erlernen. Ja, oh. Aber brauchen wir das? Ja, es ist nie verkehrt, Toxin zu haben. Lass mal nachdenken, wir können das gut einsetzen. Vielleicht Busha statt ja. Aurora-Strahl. Nein, das will sie dann bestimmt nicht vergessen. Aber eine von den anderen Attacken. Okay. Zugunsten einer Attacke vergessen, ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Super schade. Was? Verwirrung! Ja und? Beste Attacke! Also, ja, ist vergiftet, dann verliert das Pokémon so und so langsam Energie. Danke dir für die Rettung des Slivko. Ich werde dir niemals wissen. Lama. Boah, jetzt muss ich mir das alles nochmal anhören. Oh. Das ist der streng geheime Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wege hier sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. Gut. Geht doch Rattrats, aber gleich, ne? Da gibt es ja schon zahlreiche Memes zu. Auf Level 4. Wo man dann plötzlich in der Wildnis steht, hat keinen anderen Ball dabei, außer dem Meisterball und begegnet irgendwie so einem, was müssen wir hier durch? Ja, Fratz.
Nein, nicht das, was Seltenes. Tito? Nein. Tauros. Das ist eine Safari-Zone, da kann man sowieso keine Ahnung benutzen. Da weiß ich nicht, was du meinst. Porenta. Ach so, ja, danke. Sag das doch auch. Wir haben hier viel nur den deutschen, der englischen Name ein, deswegen wusste ich jetzt nicht, wer der deutsche ist. Farfetch übrigens. So. Das hätten wir dann geschafft. Die Sabrina. Gut. Die ist so groß. Zack. Zack. Oh mein, halt, warte. Bevor wir das machen. Das ist ja... Etwas wohl heilen. Natürlich. Die Pokémon sind ja alle auf Level 50, ne? Wert. Ja, ja, aber... Aber Abra teleportiert sich doch Ego weg. Ja, und kann auch keine Attacke einsetzen währenddessen, weil wir haben Arena-Kämpfen kann man ja sich nicht wegteleportieren. Ja, oh Gott, das ist ja Abra eigentlich so geschenkt. Ja, ja. Oder kann Sabrinas Abra mehr attacken? Nein. Das wäre ja richtig mies. Vielleicht setzt es ja so als Lexis ein. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn wir dann anfangen hier Dinge zu spielen, wie heißt es? Was denn? Let's go Evoli, let's go Pikachu. Dass wir dann auch Trainer treffen, die andere Attacken haben. Wenn wir hier, hast du doch bestimmt schon gehört von den Meistertrainern, oder? Ja. Dass wenn dann so ein Meister-Abra-Trainer was dabei ist, der dann sagt, oh ja, komm, ich habe ein Abra, das kann, was weiß ich. Fucking Psycho-Kinese. Genau, Türöffner brauchen wir nicht mehr, oder? Türöffner brauchen wir nicht mehr. Sonderbonbon. Ja, ja, schon klar. Nur leider kann ich nicht mehrere auf einmal ablegen. Meisterball. Das TM lege ich auch noch ab, weil... Ja, besser ist besser, ne, weil... Wir brauchen so viel Platz wie möglich im Item. Ja. Oh, nein, nein, nein. Karte nicht. Ja, egal. Zu spät. Das immer so lange braucht. Brauchen wir überhaupt die Karte? Warte mal. Warte mal, ich mach mal eben was anderes noch. Bills PC. Hast du überhaupt Pokémon im System? Pokémon ablehnen. Wir legen kurz jemanden ab. Wieso denn? Warum? Was willst du machen? Ja, siehst du gleich. Pokémon mitnehmen. Wo ist er? Boss mitnehmen. So, dann machen wir jetzt Items. Dritt. Jetzt will fliegen. Ein Pokémon beibringen. Ja, bitte. Genau. Boss erlernt fliegen. So, dann können wir vor dem Fliegen auch ablegen, dann müssen wir es nicht mitschleppen, weißt du? Okay. Achso, in Saffronia City kann man doch Wasserstein kaufen, oder was Prismania City? In irgendeinem der großen Einkaufszentren kann man das kaufen, ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war. Ich glaube, das war Prismania City, ne? Genau, Prismania City war das. Oder das nur auf Level 15 ist. Jetzt hätten wir Wasserstein kaufen können. Was meinst du, die ist ja nur eins weiter. Ja, dann lass das machen, weil ich glaube, dann können wir... Das reicht nicht mehr für Sabrina zu bekämpfen. Genau, aber dann können wir Wasserstein auch eben holen. Ja, und dann entwickeln wir Mushas, ne? Genau. Ich leg eben noch ein paar Items ab, die wir nicht mehr brauchen. Und dann sehen wir uns einfach vor Sabrina wieder und den machen wir im ersten Part dann. Ja. Machen wir das so, so. Pokémon 02 ebenfalls ablegen. Das brauchen wir eigentlich erst noch sehr viel später, ne? Die Eisheiler. Dann lasse ich den eigentlich auch hier. Oh Gott, ja. Ich wollte eigentlich alle ablegen. Man muss halt einfach links, rechts gehen. Und einen nach oben. Ja, oder so. So. So, jetzt müssen wir eigentlich. Gut, okay. Zack. 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 Das war hier irgendwo, oder? Ja, genau. Da links. Genau. Da frisch war wieder City Gang. Genau, der stand das große den Markt. Und da musste die zweite, ne? Zweite, glaube ich. Zweite oder dritte? Nee, dritte war eigentlich. Nee, noch ein, ja. Noch ein. Hier? Ich meine, das war hier. Ich will das kaufen, lass mich doch jetzt hier kaufen. Da, das ist einer. Danke. Ja, ja.
weil das waren zwei Damen gewesen, wo man das gekauft hätte. Nee. So. Ja. Guck mal, das ist ja eigentlich schon der Wickel, ne? Aber ich hier jetzt runter. Dann können wir Park gehen. Und wer ist Park? Sie wollen es dann einfach vor... Vor Sabrinas Arena, genau. Brauchen wir jetzt nicht da, wo man hinlatschen, kriegst du viel zu schauen. So. Dann kommt jetzt der entscheidende Teil. Enter. Item. Na, falsch. Da ist er. Wasserstein. Okay. Und Mushas. Auf geht's. Hey, Mushas entwickelt sich. Nice, da ist es. Haustos. Der weiße Eistyp. Okay. Okay, dann sehen wir uns. Wir danken uns fürs Zuschauen und freuen uns darauf, wenn ihr das Video nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt. Dimension gegen? Den Rest der Welt. Okay, von mir aus. Na, okay. Bis dahin, euer Kaito und Dimension.